ich muss euch was beichten. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, wie ich euch das am besten sagen soll, aber... Ich habe in der Mathearbeit gespickt. Jetzt ist es raus. Okay, ihr fragt euch jetzt, warum das ein Problem ist? Ich kann es euch sagen. Mein fieser Mathelehrer hat mich dabei erwischt. Und jetzt ist er einfach hinter mir her und versucht, mich umzubringen. Falls ihr euch jetzt fragt, wer mein Mathelehrer ist, darf ich vorstellen, das ist der. Das ist Mr. Stinky. Ach so, und nicht zu vergessen, rechts daneben, das ist seine Frau, Mrs. Stinky. Aber egal, am Ende haben beide Mundgeruch, was mir auch eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich egal ist, weil ich will einfach nur aus dieser Schule hier raus, bevor mich mein fieser Mathelehrer umbringt. Deshalb, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Leute, verprügelt mir mit dem Daumen nach oben, wenn ihr neu seid. Vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! Und damit, Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge Roblox. Ja, okay, eigentlich gibt's heute nicht so viel zu lachen, denn ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich wurde beim Spicken erwischt. Ist aber auch egal, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in der Schule gespickt habt. Und wenn ja, wurdet ihr schon mal dabei erwischt? Also ich kann euch nur so viel sagen, Leute, schreibt keine Spicker, lernt einfach ordentlich, weil sonst geht's am Ende nach hinten los und dann jagt euch schlussendlich so ein hässlicher Lehrer. Deshalb versuchen wir jetzt lieber hier auszubrechen. Ladies and Gentlemen, ihr seht es, ich befinde mich gerade aktuell noch im Klassenzimmer, aber nicht mehr lange. Denn wir werden jetzt einen Weg hier raussuchen, denn ihr seht, der hat das Klassenzimmer einfach abgerissen. Mit Metallstäben, Bro. Aber egal, ich würde sagen, wir machen es uns nicht unnötig schwer, denn wir sehen, der Pfeil zeigt auf einen roten Knopf. Der Feueralarm! Wäre echt jammer schade, wenn ich da jetzt drauf drücke und auf einmal einen Alarm angehen würde. Also, das könnte ich mir echt nicht verzeihen, dass wir da einfach drauf drücken. Ich hab drauf gedrückt. Oh mein Gott, ich glaube, das ist unsere Chance. Ladies and Gentlemen, wir müssen rennen. Denn wenn wir weiter so langsam hier rumlaufen, sind wir gleich... sind wir gleich hier Apfelmus. Herr Lehrer, was machst du denn da, Junge? Oh, woher kommt er denn? Er ist ja unnormal schnell. Aua, oh mein Gott, Junge. Digga, ich habe das gar nicht gecheckt. Wo kam der denn auf einmal her? Schaut euch das mal an. Der hat hier gerade einfach Pausenaufsicht. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe mich gerade unnormal erschrocken. Zumal Herr Stinky auch einfach unnormal schnell ist. Er hat doch einfach hier überall auf dem Boden rumgerotzt. Aber okay, das ist mir eigentlich relativ... Warte mal, ist der gerade eingeschlafen, Bro? Was? Also, das ist jetzt nur so eine Frage der Fragen, wenn man eine Frage hat. Ob man sie jetzt fragen kann, ist eine andere Frage der Fragen. Aber ich habe die Frage, ob ich fragen kann, dass Fragen fragen. Oder was? Ich weiß nicht, ich spüre da irgendwie so eine Verbindung zwischen mir und so einer Poco-Hüftstange. Könnte auch daran liegen, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, einfach auf seinen Bauch rumzuspringen! Was zur Hölle mache ich hier eigentlich, Bro? Ich springe einfach auf den Bauch mit einer Hüftstange. Wir sollten damit aufhören. Das ist ehrlich nicht cool. Also ich weiß, es ist nur ein Spiel. Ich möchte trotzdem erwähnen, dass ihr bitte sowas nicht nachmacht. Also kommt bitte jetzt nicht auf die Idee, euch eine Hüftstange zu kaufen und irgendwie eure Lehrer damit zu ärgern und damit auf euren Lehrern rumzuspringen. Das halte ich für keine so gute Idee, ja? Deshalb schauen wir lieber mal, dass wir jetzt hier aus dieser Schule rauskommen, bevor unser Mathelehrer uns aufisst. Aber was zur Hölle ist das denn? Ist einfach überall so Spikes aufgestellt und so Laserstrahldinger. Bruder, was ist das für eine geisteskranke Schule? Der Typ ist doch komplett geistesgestört, dass er... Herr Stinky, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte gar nicht ausbrechen. Ich bin nur auf der Suche nach, nach meinen Freunden. Okay, ich habe keine Freunde. Ja, dann bin ich tatsächlich nur auf der Suche nach dem Schulgeist, der hier irgendwo rumlauert. Sie wissen doch, das Übliche. Wir sehen uns später. Oh mein Gott, okay. Wir sollten uns jetzt lieber beeilen, Ladies and Gentlemen. Also, ich will nichts sagen, aber unter uns befinden sich riesen Monsterschredder. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man da reinfällt, das nicht so gut endet. Den hat sie komplett weggepetzt. Oh mein Gott. Okay, wir sollten damit aufhören. Das ist absolut nicht lustig, andere Spieler zu ärgern. Ladies and Gentlemen, bitte tut mir einen Gefallen. Wenn ihr Roblox spielt, dann... Warum?
was ich sagen wollte, ist, dass wenn ihr Roblox spielt, bitte kauft euch keine Sachen, um damit andere Spieler zu ärgern. Das ist wirklich nicht lustig. Also, ich sag euch ehrlich, jemand, der sowas macht, ist auch wirklich einfach ehrenlos. Also, da fällt mir auch nichts anderes zu ein. Das sage ich euch ganz offen und ehrlich. Aber okay, wir haben schon wieder viel zu viel gelabert. Wir müssten nämlich gucken, dass wir aus dieser Schule rauskommen. Siehst du, das ist alles deine Schuld, du Vollidiot. Dafür musst du jetzt bestraft werden. Das kannst du wissen, Junge. Okay, eigentlich kann der gar nichts dafür. Wir laufen mal weiter, bevor wir gleich noch Ärger bekommen vom Lehrer. Komm schon! Leute, Ladies and Gentlemen, wir müssen uns beruhigen. In der Ruhe liegt die Kraft. Seht ihr? Seht ihr? Ich hab's euch von Anfang an gesagt. Ihr müsst Geduld haben. Ich hab vergessen, den Knopf zu drücken. Aber okay, Ladies and Gentlemen, wir sind weiter, ihr seht. Wir laufen weiter geradeaus und ich hoffe mal, dass wir irgendwann am Ende sind. Wobei, wir sind wahrscheinlich nicht mal annähernd. Warte mal, hallo? Oh, 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 oh mein Gott, nein, 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 hallo, ich mag keine Laser, beruhig dich. Bruder, das geht so fett nach hinten los. Oh mein Gott, warte mal. Wir dürfen nicht diese Laser hier treffen. Leute, bitte drückt mal die Daumen, dass ich keinen Laser treffe. Ey, komm schon. Was habt ihr alle? Das war First Try, also. Warum guckt ihr mich alle so an? Es hat alles funktioniert. Gut, wir begeben uns weiter. Ladies and Gentlemen, wir sind auf dem Weg nach... Okay, anscheinend sind wir jetzt in irgendeiner Bibliothek oder sowas gelandet. Aber egal, wir gucken einfach mal, dass wir nicht diese komischen Kugeln berühren und auch nicht diese komischen Hefte da. Weil irgendwie sehen die nicht ganz so gesund aus. Das heißt, wir... Ich denke, es gibt ein Geheimnis auf diesem Weg. Okay, also warte mal. Entweder wir laufen geradeaus, da hinten ist Mrs. Stinky, oder wir laufen da lang. Aber so wirklich vertrauensvoll sieht der Kollege da... Wir gehen einfach hier lang. Okay, nö, ich hab dich veräppelt. Ich gehe doch nicht hier lang. Pff, was willst du machen, hä? Ihr müsst mir einmal vertrauen, das ist 100% eine Falle. 100%. Ich meine, warum sollte ich denn schon zeitiger abbiegen, wenn es eigentlich weiter geradeaus geht und da hinten so eine fette... ich meine natürlich eine sehr, sehr gebildete Dame auf mich wartet. Also, das kann nur eine Falle sein. Deshalb gehen wir weiter geradeaus. Ich hoffe mal, es war kein Fehler, geradeaus zu gehen. Frau Stinky? Also ich weiß nicht, wie es aussieht, aber Sie sind mir jetzt nicht böse, wenn ich Sie über den Haufen... Warte mal. Wir müssen Mrs. Stinky abballern. Oh mein Gott. Frau Stinky, wir können über alles... Oh. Wir können über alles reden, Frau Stinky. Beruhigen Sie sich. Oh mein Gott. Aber warte mal, wo ist denn Herr Stinky? Anscheinend hat Herr Stinky Frau Stinky vorgeschickt, nur weil er weiß, dass sie Mundgeruch hat und ich Angst vor ihr habe. Aber das hält uns nicht auf. Wir machen sie trotzdem fertig. Nimm das, Frau Stinky. Boah, ehrlich, ein bisschen Mundgeruch. Geh mal ein bisschen weiter weg. Aua, Junge, ich sterbe gleich. Nimm das, komm schon. Wir haben es gleich, Leute. Unten, komm schon. Noch ein paar Raketen. Nimm das. Ist hier... Gut, also ich, Ja, okay, das lief doch super. Anscheinend können wir jetzt auf geradem Weg rausspazieren. Ey, warte mal, ich dachte, das ist das Ende. Warum muss ich denn immer noch weiterlaufen? Hallo? Ey, ich dachte ehrlich, wir haben es geschafft. Was ist das denn jetzt? Och nö, wir müssen jetzt wieder so ein Türmchen bauen. Das kann ich gar nicht. Ich sag doch, der hat mich veräppelt. Ja, hier, ne? Frau, Herr, Mrs. Irgendwas Stinky. Ihr werdet schon noch sehen. Ich weiß, du willst mich schlagen, aber du kannst nicht, weil du bist nur ein Bild, du Blödmann. Aber okay, Ladies and Gentlemen, lasst uns keine Zeit verlieren. Lasst uns lieber weiter... diesen Parcours hier fertig machen. Wir sind ja einfach directly über Lava. Hier schleudern sich wieder so komische Teile durch die Luft. Ich glaube, damit ist nicht zu spaßen. Ich sag's euch ehrlich. Oh, okay, das... Oh mein Gott, bitte beweg dich nicht. Bist du lebensmüde? Ey, sag euch, ich habe echt ein bisschen Schiss, dass wir hier gleich noch einen Fallrückzieher in die Lava reinmachen. Das halte ich für keine so coole Idee. Nein! Jetzt gehen wir nur noch auf diesen geheimnisvollen Fahrstuhl, der keine Ahnung wohin führt. Und drücken diesen Knopf. Eigentlich mag ich keine roten Knöpfe, aber wir haben keine andere Wahl. Wir drücken ihn einfach mal. Hallo? Ey, warte mal, das war jetzt nicht der Plan, dass wir nach unten fahren. Ich dachte, es geht nach oben. Ich will ja raus hier und ich... hallo?
Was zur Hölle ist das denn jetzt? Bin ich jetzt in der Kanalisation oder was? Ey, ich dachte, ich breche hier aus und bin jetzt draußen. Ich komme ja gewinnt immer tiefer in die Schule rein. Was ist das denn jetzt? Wir haben es ja heute wirklich mit einem sehr, sehr schwierigen Ausbruch zu tun. Vor allem, schaut mal, unter uns ist einfach so... Oh, oh mein Gott! Unter uns ist einfach so eine grüne Flüssigkeit. Die sieht ehrlich gesagt nicht so lecker aus. Also ich nehme mal sehr stark an, wenn wir da reinfallen. Bleibt nicht mehr so viel... von uns übrig, genau. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Wir sind auf einem guten Weg. Okay, ich frage mich gerade ernsthaft, für was habe ich mir eigentlich dann diese komische Hüpfstange hier besorgt? Wir nehmen die einfach. Ihr könnt mir gar nichts. Hüpfstange! Oh mein Gott, beruhig dich. Oh mein Gott, okay, beruhig dich. Hüpfstange, wir brauchen dich nochmal. Oh mein Gott. Warum? Was ich sagen wollte ist, Leute, für was habe ich mir denn diese Hüpfstange gekauft, wenn ich sie schlussendlich nicht benutze? Wir können sie ja benutzen. So ein Ding ist das. Total easy peasy. Ihr habt jetzt gedacht, ich verzweifle hier. Nee, ist aber nicht. Wir springen jetzt von Bleistift zu Bleistift und schauen mal lieber, dass wir hier rauskommen aus diesem komischen Kanalisationsteil da. Ich kann das nicht mehr. Es sieht manchmal beschissener aus, als es ist. Aber glaubt mir, man muss nur dran glauben. Versteht ihr, was ich meine? Wer hat an mich geglaubt? Wer hat beliebt von euch? Sagt ehrlich. Ihr hättet nicht gedacht, dass ich so weit komme hier, ne? Okay, das war ja immer noch nicht das Ende. Ey, hallo, hallo, hallo. Wann kommt denn mal das Ende? Ich dachte, oh nein, oh nein, oh nein, oh. Okay, ich merke schon, es wird wieder sehr bodenlos. Oh. Und was zur Hölle macht Mr. Stinky da? Das ist einfach eine Riesenstatue von Mr. Stinky gewesen. Aber egal, ihr seht, wir sind gut dabei. Wir haben ein multi-ultimatives Speed gerade. Wir sind einfach 5.000.000 km/h schnell. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir laufen einfach. Wir sprinten, wir rennen, wir... Oh mein Gott! Bitte! Okay, komm schon, jetzt aber. Oh mein Gott, ja! 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 Endlich! Ein Ausgang! Ein Ausgang! Ein Ausgang! Ja, ja, ja! Ausgang! Warte mal, war's das schon? Nimm diese Trophäe! Wir sind raus! Aus diesem Albtraum! Mr. Stinky! Wir sehen uns! Nie wieder! Und jetzt her mit dieser Trophäe! Ich bin entkommen. Was soll das denn jetzt? Leute, ihr seht, anscheinend gibt es noch mal einen richtig krassen Endkampf gegen Mr. Stinky. Und er hat einfach so richtig fette Raketenwerfer auf seinem Rücken. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich glaube, er ist unnormal OP, dieser Typ. Ich bin schon wieder tot. Ich glaube, das wird mit einer der krassesten Endfights aller Zeiten. Lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Dafür, dass ich mir jetzt hier nochmal... Oh, bitte, ich will nicht nochmal sterben. Oh, ja, spring, spring, spring. Ja, du kannst mir gar nichts, Mr. Stinky. Du wirst jetzt abgeschossen von meinem Raketenwerfer. Komm schon, er hat nicht mehr so viel Leben. Komm, jetzt, Laser. Wir müssen dem Laser ausweichen. Wir müssen dem Laser ausweichen. Weich aus. Renn! Komm schon, er hat nicht mehr viel Leben. Direkt rein in sein Auge. Nimm das, Mr. Stinky. Ja! Wir haben's. Ja! Das Tor hat sich geöffnet. Ich glaube, jetzt sind wir raus. Leute, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben Mr. Stinky zur Strecke gebracht. Wir sind dem fiesen Mathelehrer entkommen, Leute. Oh mein Gott. Komm bitte jetzt nur noch rein ins Auto. Mach schon schneller, schneller, mach schon. Renn schneller, bitte. Komm schon. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Rein ins Auto. Ja, okay. Ladies and Gentlemen, ihr seht, da vorne ist die Siegerstatue. Wir fahren jetzt auf direktem Wege rein in den Sieg. Ich würde sagen, damit war es das auch mit der heutigen Folge Roblox. Wenn euch das heutige Video gefallen haben sollte, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Lasst ein Abo da, aktiviert vor allem auch die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, Leute, ich bin raus. Ciao.